Ja, herzlich willkommen zum nächsten Setup-Video, dieses Mal aus Brasilien, dem Circuit José Carlos Pache. Ja, aus Interlagos. Wir fahren mal wieder im Mercedes, dem schnellsten Wagen im TT, so wie es sich gehört. Ja, schauen wir uns das Setup an. 3-1 Flügel fand ich besonders im Mittelsektor wichtig. Da sind relativ viele langsame Kurven. Ich finde, da bräuchte man ein bisschen Flügel. Bremsen 49, 51 Hochstandard. Ein bisschen nach hinten habe ich die gesetzt, einfach damit man in manchen Kurven besser reinrutschen kann, sage ich jetzt mal. Damit die Bremsbalance vorne die Räder nicht zum Blockieren bringt. Balance 7,11 kann man auch auf 8,11 machen. Ist halt, kommt drauf an, wie gut man einlenken möchte. Aufhang 11, 1, 10, 8. 10, 8 halt dafür für den Grip in langsamen Kurven und 11 bei der Bodenfreiheit vorne für die Topspeed. Das ist relativ wichtig. Und die Spurtreue wie immer, voller Radsturz und volle Spur. Daran wird sich bei mir nie was ändern. Und dann springen wir mal auf die Hotlap. So, erste DRS-Zone ist hier schon vor Startziel. Kommt man mit ca. 330 über Startziel und wir orientieren uns an diesem schwarzen P0-Schild oben. Bremsen da und probieren in die erste Kurve hineinzufahren, möglichst ohne viel Wheelspin zu kreieren. Dafür ist auch der 3-1-Flügel wichtig, dann in die erste DRS-Zone und zum Ende des ersten Sektors. Hier bremsen wir bei dieser Teerausbuchtung. Schön weit rauskommen und viel Schwung mitnehmen hier für diese schnelle Doppelrechts. Bei 50 Metern einmal kurz anbremsen, in den vierten schalten und viel Schwung diesen Scheitelpunkt hier gut treffen. Kurz in den ersten schalten, um in diese Kurve reinzuschlittern. Dann hier im zweiten bleiben. Am besten dick auf dem Kopf bleiben, damit man einen wunderschönen Radius hier um die Kurve bekommen kann. In den zweiten schalten für diese enge Rechtshaarnadel. Theoretisch könnte man noch in den ersten schalten wie bei der anderen, aber mir persönlich hat es jetzt nicht so viel gebracht. Auf die letzte wirkliche Kurve zu, zweiter Gang. Curb nicht zu doll mitnehmen. Schön weit rauskommen und dann durchbeschleunigen über diese krumme Gerade, sage ich jetzt einfach mal, in den siebten Gang über Startziel. Schön eng hier in an der Boxenmauer bleiben. Und das ist eine Runde in Brasilien. War eine relativ gute Runde, unter 1,12 ist auf der Strecke auf jeden Fall gut. Das müsste sogar Top 20 aktuell sein im TT-Event. Hat mir jetzt nicht so viel Zeit genommen hier Fahrhilfen. Ich verwende nur manuell und empfohlen. Könnte ich ja theoretisch auch mal ausmachen. Fahrsteuerung. Hier seht ihr meine individuellen Xbox-Einstellungen. Also ich spiele auf dem PC mit Xbox-Controller. Ja. Ist halt so ein bisschen modifiziert alles. Lenkrad-Einstellungen. Ich fahre ja mit Pad, da braucht man das zwar auch, aber heißt halt da. Lenkrad-Einstellung, Force-Feedback habe ich nicht aus. Oder Quatsch, habe ich nicht aus. Habe ich nicht an, habe ich aus. Und dann gucken wir uns mal nochmal die Sektorzeiten an. Im zweiten Sektor, finde ich, könnte man theoretisch noch so 2-3 Zehntel finden. Aber ich sag mal, überall ist immer Luft nach oben. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like oder ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.